und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder ein etwas anderes Video für euch, denn ihr seht es bestimmt, ich sitze hier und ihr seht nicht nur meine Hände. Und zwar wird mein Kanal heute ein Jahr alt. Und natürlich ist heute auch Silvester. Ich habe ein erstes Video nämlich direkt an Silvester hochgeladen und habe deswegen auf Twitter, Ask und Instagram gefragt, ob ihr Fragen an mich habt. Und was ich für Fragen bei meinem Jahresrückblick sozusagen beantworten kann. Und genau das werde ich jetzt tun. Die erste Frage ist, was für ein Video mir am meisten Spaß gemacht hat in diesem Jahr? Und da muss ich leider sagen, ich kann das nicht auf ein Video beschränken. Mir hat das Detox-Water-Video sehr viel Spaß gemacht, weil ich mich da mal in eine andere Richtung probiert habe und draußen gedreht habe. Mir hat aber auch, natürlich immer so unten gucke, ich habe hier mein Handy. Mir hat aber auch meine Spooktober-Reihe unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich wollte euch als Intro im Prinzip immer eine Kostümidee zeigen und dann das Hauptvideo bringen. Da habe ich ja zum Beispiel zum ersten Mal Stop Motion gemacht, das hat Spaß gemacht. Und aber auch meine Zelda's Christmas at Hogwarts-Reihe hat mir Spaß gemacht, weil ich Weihnachten unglaublich liebe und deswegen. Ja, das ist schon ziemlich gebockt. Die nächste Frage ist, was mein Ziel mit YouTube war, ist, ich weiß es nicht, hier steht nur Ziel von YouTube. Also, ich hatte mir Silvester vorgenommen, ich habe vorher nicht vorgenommen, aber ich habe mir Dinge gewünscht, die ich mir im Prinzip als Vorsatz mehr oder weniger genommen habe. Und ich habe mir gewünscht, mit meinem YouTube-Kanal 150 Abonnenten zu erreichen. Und jetzt habe ich 471 Abonnenten und das ist sehr, sehr, sehr krass tatsächlich. Was ich wirklich, ich bin total sprachlos, ich meine, ihr merkt es ja, ich habe mir wirklich nur 150 vorgesetzt und dachte schon, das ist vielleicht schon schwer zu erreichen, so gerade am Anfang, wenn einen kaum jemand kennt. Und dann sind das einfach fast 500 und das freut mich wirklich. Sehr. Das tut's wirklich. Ich nie gedacht hätte, dass so viele Leute meine Videos schauen. Und mein Ziel ist, also was ich mir noch vornehme für YouTube, ist, meine Videoqualität zu verbessern. Ich finde, meine Videos sind manchmal noch ein bisschen. Fehlt manchmal noch so ein bisschen was. Und ich möchte da jetzt auch ein bisschen Zeit rein investieren, um mich auch mal so ein bisschen noch um Schnitt zu kümmern, um ein bisschen Gestaltung und. Ja. Ja, das habe ich auf jeden Fall noch als Ziel mir gesetzt. Eine nächste Frage. Was war dein beliebtestes Video? Ja, eigentlich brauche ich da gar nicht nachschauen. Das ist mein Duschstelle-Video und es hat, glaube ich, mittlerweile fast. Nicht nur fast, es hat 90.000 Aufrufe. Ja, nicht nur fast, es hat fast 91.000 Aufrufe. Und 1.000 Daumen nach oben und 100 Daumen nach unten. Und einige Kommentare, ich sehe da hier keine Zahl, aber das war auch, das Duschstelle-Video war ein Highlight von meinem Kanal dieses Jahr, würde ich sagen. Und das war auch ein krasses Video dieses Jahr, wenn ich überlege, dass ich dieses Video eigentlich gar nicht online stellen wollte, weil ich eigentlich gar keinen Bock hatte. Sowas auf meinem Kanal zu machen, weil ich finde, es geht in Richtung Do-It-Yourself und ich habe einen Kochkanal. Dachte dann aber, wir haben zum Beispiel damals im Hauswirtschaftsunterricht Gelatineverarbeitung gelernt und dachte mir, okay, dann mache ich das jetzt. Und ich bin eigentlich echt froh, dass ich es gemacht habe, weil das wirklich sehr, sehr gut bei euch ankam und dann auch die ganzen Abonnenten gekommen sind und Kommentare gekommen sind und Leute gekommen sind, die agiert haben auf meine Videos. Und das ist mir immer so besonders wichtig. Ich freue mich immer über Kommentare, weil ich dann weiß, was ihr wollt oder was euch stört bei Gelatine. Das habe ich jetzt absichtlich gesagt. Ich weiß, dass es Gelatine heißt. Ich kann es nicht richtig, ich spreche es manchmal nur nicht richtig aus. Noch eine Frage war, was mein persönliches Highlight von YouTube, also für YouTube dieses Jahr war. Das war, würde ich sagen, das Traut ihr was zu Event. Im Positiven wie auch im Negativen.
Aber Dreh war super, auf jeden Fall ein super cooles Event. Man hat dort auf jeden Fall viel gelernt, was man annehmen kann, und war eigentlich ganz schön, mal so mit ein bisschen größeren YouTubern drüber zu reden, oder auch mit YouTubern, die auch gerade erst angefangen haben, sich ein bisschen auszutauschen. Und es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Hat's wirklich. Und das sind auch coole Kooperationen entstanden. Teilweise wurden die schon gemacht, teilweise bin ich immer noch dran. Ja, ich bin. Das ist übrigens auch etwas, das ich mir dieses Jahr vorgenommen habe, nicht so lange rumzueiern mit Videos. Ich bin da ganz schlimm drin. Frage, was ein persönliches Highlight dieses Jahr für mich war. Und dazu muss ich zum einen sagen, eine sehr, sehr gute Freundin hat mir zum Geburtstag einen Paris-Trip geschenkt. Und wir sind dann Ende Juli zusammen nach Paris gefahren, und das war für mich schon heftig irgendwie, weil ich wollte mein ganzes Leben lang nach Paris. Meine Eltern haben mir das eigentlich auch zur Konfirmation geschenkt, aber leider hat es dann nie wirklich geklappt, und das war schon so ein Traum, den ich sehr lange hatte, und deswegen umso mehr habe ich mich gefreut, als wir dann zusammen nach Paris gefahren sind. Ein weiteres Highlight ist gewesen, dass eine gute Freundin von mir, die Mimi, die macht auch YouTube, ist natürlich in der Infobeschreibung drin, ihr Kanal, nach Köln gezogen ist und wir endlich in der gleichen Stadt wohnen und uns öfter sehen können, was mich sehr gefreut hat, weil ich sie wirklich teilweise sehr vermisst habe. Und wir kennen uns schon jetzt fast 3-4 Jahre und ja, bin einfach sehr, sehr froh darüber, dass sie jetzt in Köln wohnt. Noch ein Highlight war für mich die Gamescom, auch wenn ich persönlich gar nicht auf der Gamescom war. Ich war gar nicht auf der Gamescom, aber es hat zu meinen Highlights gehört, weil mich zwei sehr gute Freunde dann besucht haben und bei mir übernachtet haben in der Zeit. Und die Zeit an sich sehr cool war. Also Jasmin, Alice, wenn ihr das seht. Ich freue mich, wenn ihr wieder in Köln seid. Nächstes Jahr Gamescom, doch dieses Jahr. Je nachdem, wann ihr seht. Ja, ich glaube, das war es eigentlich relativ am persönlichen Highlight. Ja, das war's auch schon an persönlichen Highlights. Mehr habe ich leider. Ja, also. Genau. Dann ist die nächste Frage. Wo es für mich mit YouTube hingehen soll. Also ich habe keinen unbedingten Weg. Ich mache YouTube, weil es mir Spaß macht. Ich koche unglaublich gerne. Es macht mir Spaß, weil ich durchs angefangen habe, kreativere Rezepte zu machen, innovativere Rezepte. Ich möchte für mich ein bisschen mehr rumexperimentieren. Ich experimentiere jetzt schon für mich sehr viel rum, aber möchte das noch ein bisschen ausweiten und möchte nicht nur coole Ideen schaffen, Leute, YouTubern Rezepte zu widmen, sondern auch YouTubern krasse Rezepte zu entwickeln, die man vielleicht nicht über den selbst kochen würde, weil man sich so denkt, Genau, das war eigentlich so mein Ziel. Mein Ziel ist es eigentlich immer nur, mich zu verbessern, damit ich mit dem meinen Videos zufrieden bin und dass ich merke, dass ich einen Fortschritt mache, was das betrifft. Was ich noch mit YouTube erreichen möchte, also ich habe nicht vor, mit YouTube etwas zu erreichen. Ich habe vor, weiterhin Videos zu machen, weiterhin Spaß zu haben. Das ist für mich das, was ich mit YouTube gerne erreichen würde. Was ich vielleicht mal in Zukunft erreichen möchte, was aber nicht unbedingt mit YouTube zusammenhängen muss, ist, ich würde gerne ein Kochbuch schreiben. Ich schreibe seit meiner frühesten Kindheit und bin auch am Überlegen, ob ich meinen letzten Roman selbst publiziere und selbst herausbringe, und würde tatsächlich auch sehr gerne ein Kochbuch mehr rausbringen, aber das wird wahrscheinlich nur sehr lange dauern. Die nächste Frage ist, ob ich coole Menschen kennengelernt habe durch YouTube. Und ich habe fast alle meine Freunde durch YouTube kennengelernt. Ich kannte Jasmin, also eine sehr gute Freundin, mit der ich auch in Paris war, im Prinzip durch YouTube, weil wir uns in einer Gruppe von YouTubern im Prinzip kennengelernt haben, weil ich dort nach einer Mitbewohnerin gesucht habe, weil ich mir dachte, man kann hier trotzdem mal da fragen. Und ich dann mit ihr zusammen gewohnt habe und dadurch Jasmin im Prinzip kennengelernt habe. Ich habe Mimi durch YouTube kennengelernt. Ich habe Jasmin und Alice durch YouTube kennengelernt. Ich habe dieses Jahr Maren durch YouTube kennengelernt. Darüber bin ich auch sehr froh, dass ich sie kennengelernt habe. Weil Maren sich wirklich als
weil Maren wirklich eine sehr, sehr gute Freundin mittlerweile geworden ist. Und wir haben immer noch kein Video zusammen gedreht. Maren, ich habe das jetzt auf Video aufgenommen, wir müssen mal ein richtiges Video miteinander drehen, nicht nur einen Vlog. Und ja, also ich habe ehrlich gesagt meinen momentanen Freundeskreis fast nur durch YouTube kennengelernt. Und deswegen, da geben sich ganz neue Sachen. Das finde ich auch ziemlich cool. Und ich finde es auch allgemein cool, dass ich so viele Leute durchs Internet allgemein auch kennenlerne, weil ist klar, dass man in derselben Stadt nicht immer... Ich schweife schon wieder ab. So, das war es dann auch schon mit meinem Jahresrückblick. Mein guter Rat an euch ist noch, dass ihr euch vielleicht nichts vornehmt, was euch schwerfallen wird, wie Sport zu machen, mit dem Rauchen abzuhören, weil ihr wisst sowieso, dass ihr es nicht tun werdet, sondern es nur euch vornehmt, weil es besser wäre. Sondern nehmt euch Wünsche vor. Ich wünsche mir, dem Rauchen aufzuhören. Auch wenn ihr es nicht tut. Also, ne, euch was zu wünschen, was ihr wirklich gerne wollen würdet. Dann könnt ihr euch vornehmen, alles daran zu setzen, um diesen Wunsch euch zu erfüllen. Das ist mein Tipp an euch. Und ich hoffe, ihr habt ein schönes Silvesterfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann 2016. Tschüss!